Naja. Mach schnell eine Runde. Der macht mir ja gerade schon Spaß, aber ich denke mir nachher mit den anderen beiden Jungs werde ich da wahrscheinlich nicht mehr so viel zum Achterfahren kommen. Deswegen will ich das kurz einigermaßen mal ein bisschen durchballern. Fahre ich jetzt da rüber und versuche dann da runter zu schießen? Oder stelle ich mich ein bisschen TD-like irgendwo hin? Wenn ich rüber und runter. Könnte natürlich vielleicht ein bisschen doof ausgehen. Ich versuche mich echt, camp einfach mal. Du hast eine. Das ist sehr geil, Raps. Das ist schon lässig. Also, das muss man auch erstmal machen. Wir haben so viele normale TDs, die bestimmt auch alle. Nee, schaut nicht so aus. Und wie gesagt, ich brauche unbedingt eine Lampe auf dem Ding. Geht einfach echt nicht klar ohne. Das ist gerade schon hart nervig, dass ich nie weiß, ob ich offen bin oder nicht. Aber den kann ich beschießen, das weiß ich. Dann nochmal raus, KV. Dann willst du auch mal gucken? Genau so. Ja, oh ja, stimmt. Das ist eine gute Idee, vielen Dank. Das vergesse ich eh immer. Ich habe bestimmt irgendwie ein paar Reserven, die ich mal nutzen könnte. Das mache ich nachher gleich mal. Das ist eine super Idee. Schade, KV3 wäre noch so schön offen gewesen. Also so schön beschießbar, meine ich, im Sinne von offen. Jo. Hahaha! Weg mit dir! Oh, da hinten ist was beschießbar. Rückwärts vor dem Win. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Lasst fahren. Oder auch nicht. Umdrehen, nicht umfallen. Jo, passt. Komm schon, bleib. Yep. Geiles Teil. Was macht das Hemd? Natürlich.
Hemd hat sich schon immer besser gezockt. Kennt man doch. Ricochet! Hast du genau gehört? So, den Kriegerhammer. Wenn jede Runde so wäre, dann wäre der Auftrag recht schnell erfüllt, muss ich sagen. Kommt nicht vor. Wer ist ja da so frei, der IS? Den nehme ich auch noch. Hoch, 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 hoch. Go, go, Gachetto, Schwede! Ja, was heißt, kannst du ja laufen lassen und dann Ding einfach anmachen. Wie heißt's? Den Sound muten bei den anderen. Aber musst natürlich. Musst du natürlich nicht, wenn's du nicht magst. Ah, erster Klasse! 4,5 Daten. Aber nur erster Klasse, gell? Vielleicht, wenn ich die Bradley Walters mir geholt hätte, hätte es vielleicht schon ein Panzerass sein können. Aber so war es halt leider doch nur erster Klasse. Aber